Die jungen Unternehmer Marc Born, Roland Spring und Toni Rudolph haben sich mit wenig Branchenerfahrung, aber dafür umso mehr Unternehmergeist und Risikobereitschaft das Online-Reisebüro Weekend for Two aufgebaut. Auf ihrer Website stellen sie ihren Kunden erfolgreich auserlesene Angebote für zweisame Kurzreisen vor. Wir freuen uns sehr über diese Nomination. Den Tourismuspreis zu gewinnen wäre für uns ein Traum. Gerade als Gründer einer Plattform wie Weekend for Two ist natürlich das ganze Produkt eine Herzensangelegenheit. Uns ist extrem wichtig, dass wir zu 100% hinter unserem Produkt stehen können. Dank dem, dass wir so viele zufriedene Kunden haben, können wir das auch. Unser Ziel ist es weiterhin, viele tausend Kunden pro Jahr glücklich zu machen und mit tollem Service und guter Qualität zu überraschen. Ich würde mich freuen, wenn im Schweizer Tourismus sehr viele andere Firmen auch versuchen würden, an der Innovation teilzunehmen.